kannte dann durch meine Tätigkeit, weil ich ja vorher auch im öffentlichen Dienst dann immer beschäftigt war, schon die zivilen Kollegen der Polizei, die standen da mit mir am Stehtisch. Also da war richtig was los, aber es blieb redlich und es ist nichts passiert. Dann haben wir noch eine NABU-Ortsgruppe. NABU, muss man sagen, ist so, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, so eine Naturschutzgruppe, eher württembergischen angesiedelt, wo sich da ein bisschen drum kümmert. Mit Vermischung des NABU und dieser Bürgerinitiative wurden dann auch nochmal Informationsveranstaltungen gemacht. Da kamen dann ja, im Nachhinein etwas fadenscheinige Experten, muss man schon sagen. Da war dann irgendwann ein Professor Lüdecke, Physikprofessor aus dem Saarland, und ein Dr. Lange aus Pfaffenhofen wegen Infraschall. Und was eigentlich dann ja, das Schlimme, und Klimaveränderung und, Klimaveränderung und Kohlekraft und also man kann es wieder vergessen, wenn man es im Nachhinein, aber was dann eigentlich so das Einschneidendste war, waren dann, dass dann andere Bürger aus Burgmannshofen da waren, wo man extra hierher kommen ließ, und die hatten massive Probleme mit am Windrad, genau. Das ist an der Grenze zum Donau-Ries. Und da war dann ein älterer Mann, der hat dann am Rednerpult, ist ja dann in Tränen ausgebrochen, wie schlimm dieses Windrad ist, und seine Kinder können nicht mehr schlafen, diese riesige Lärmbelastung. Und dann sehen Sie mal so einen Saal, der wusste, um Gottes Willen, und wir sollen sehen von diesen Dingen. Also, kann ich schwierig. Das war dann schon sehr schwierig. Und das war dann eigentlich auch noch mit ausschlaggebend, wenn da jemand in Tränen ausbricht, da geht es dann an die Emotionen. Dann war vollkommen Feuer auf dem Dach. Dann war wirklich das ganze Dorf gespalten in Pro und Contra Windkraft. Muss man einfach so sagen. Das ganze Vereinsleben war von diesem Thema bestimmt. Der eine schaut den anderen nicht mehr an. Also schwierig. Richtig schwierig. Dann ging das alles so weiter und so weiter und so weiter, bis dann im Mai 2012 zusammenfassend diese Verhandlung dann war vom Verwaltungsgericht in Augsburg. Und dann wurde dieser Kompromiss geschlossen, diese drei Windräder im Norden fallen komplett raus, hat die Firma Honold drauf verzichtet. Die waren aber auch rechtlich die kritischsten, weil da waren naturschutzrechtliche Bedenken. Der Steinbruch, und da ist der Uhu drin. Wobei der Steinbruch wird verfüllt, was ist er schon verfüllt? Ja, er wird höher also verfüllt. Wenn wird der Uhu mal weg sein, das darf man. Und der Uhu verjagen, aber Windrad auf Weltenabbau, aber das ist wieder ein anderes Thema. Und nämlich sehr gut, wir verzichtet auf die Anlage. Und wer war letztendlich dann Kläger? Kläger war die Gemeinde Zöschingen. War die Gemeinde. Und das war auch von meinem Vorgänger sehr schwierig, weil er wurde dann vom Gemeinderat in Richtung Klage manövriert. Er als Befürworter dieses Themas musste natürlich dann diese Klage vor Gericht durchführen. Also Amtszeit ist nur 4 Jahre noch, ist vorbei. Ich fahre mal mit Bus und dann. Du musst die Grünen noch gegeben lassen, oder? Aber eigentlich tut das Windrad mit der Roboter drin. Das kann man mit der Roboter ausstellen, so wie die da unten standen, und dann schaufelt es. Auch, es kann, es ist ja wie im Auto eine Scheibenbremse drauf, hat ein bisschen dimensioniert, die greift schon auch zu. Aber normal nicht, in normalen Situationen kann man das fliegen stellen. Der ist zu klein geworden. Die Anlage sind jetzt bevorzugt. Die Anlage sind jetzt unter Abschatten.
Nee, sie braucht überhaupt, um Strom zu erzeugen, braucht sie eine gewisse Umdrehung auf dem Generator. Und die wird jetzt nicht erreicht, praktisch, weil es einfach zu wenig Wind ist. Wir sind jetzt unter 3 Meter da unten, erreichen wir die kritische Dreizahl, schaffen wir einfach nicht, um Strom zu produzieren. Und das weiß ich. Genau. Aber die Wetterstation weiß das, man sieht, so bleibt stand, da bringt eh nichts. Dann ist da oben Pumpanlagen auch drauf. Kann man das theoretisch machen? Ich frage mich. Achso, nee, dann ist jetzt aber der Betreiber. Also der
Thank you.